Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Death. Wir sind fleißig am Materialformen und was jetzt uns noch so in die Quere kommt. Jo. Und am Fallen aufbauen. Und endlich habe ich auch Kupfer gefunden. Einen Motor, jetzt können wir das Ding endlich mal upgraden. Schauen wir mal, wie das läuft. Elektronische Teile brauche ich noch. Fünf Stangen, drei Platten, drei Schaltkreise. So, jetzt weiß ich schon, wie nehmen wir mal alle dem mit. Wo ist denn das Hirn? Ha? Da, wo es hingehört. Das glaube ich nicht. Und Schaltkreise. Platten machen. Dann der wir bald die erste 5 bis 5. Gut, also Munition können wir auch selber herstellen, aber da sind wir wieder beim Thema Kupfer. Und Schießpulver. Ja, das hätten wir sogar. Das ja, Kupfer, aber das gehört mir, das gebe ich keinen. Das haben wir selber zusammengesucht. Warte, ich tue schnell weg. Selber geschnurrt. Selber zusammengeschnurrt. 5. Und tö. Na, Schießpulver hätten wir. Was brauchen wir? Ein Eisen, glaube ich, brauchen wir noch. Stimmt, doch, aber wie viele Kugeln kämen da raus dabei? Ist das jetzt was kommt bei rum? 12 Stück. Kostet wie viel? Ein Kupfer, oder? Ein Schießpulver, ein Eisenbahn, ein Kupferbahn. Boah, das ist voll ganz schön teuer. 15 Schuss sind voll ganz schnell verschossen. Ja. Was muss ich jetzt noch machen? Also im Moment werde ich eher zum Bogen tendieren. Ja, ich glaube, ich bleibe auch mit beim Bogen. Jetzt und Schusswaffe nur im Notfall. Ein Schalter und ein Transistor. Schalter und ein Transistor? Transistor? Benötigt Forschung junger Forscher. Naja, so jung bist du jetzt nimmer. Ja. Ist der auch schon alter Hofern? Junger Forscher da. Brauche ich nicht. Brauche ich nichts. Gott sei Dank. Ein Forscher. Gut. Wir müssen uns unbedingt das Buch noch in nach der nächsten Horde. Für mehr Platz im Inventar. Unbedingt, ja. Und wir brauchen mehr Leder, um die Kissen abzubrennen. Siehst du, herstellen. Jetzt brauche ich einen Kupferdraht. Ich hab keins mehr. So, ich meine, du hast zwei Kisten aufgewertet, hast du bloß eine aufgewertet. Na, die anderen liegen noch drinnen. Wie gesagt, ich hab nicht gewusst, wie man die Dinge macht. Die Fälle. Naja. Aber ich glaube, es liegen eh schon wieder 6 hier drin. Ja, ich hab's gerade. War Kisten aufgewertet, wo das Holzzeug drin ist. Ein Transistor. Transistor. Und ein Schalter. Schalter, Schalter. Alter, was muss ich da? Leitender Techniker. Jetzt will ich noch Kupferdraht. Leitender Techniker bist du? Ja. Aha. Wasch. So, aber jetzt steh unter Strom. Ja, du bist der leitende Techniker. Hat eine leitende Funktion. Ja. Ah, ich bin endlich ein Blitzableiter. Du
Ochsen kann ich da bringen, jede Menge. Da habe ich jetzt gefunden, aber das war's dann auch schon. Irgendwas kann man mit den Münzen machen, ich weiß aber nicht wie. Irgendwie so. Kann man die einschmelzen, glaube ich. Oder schalten wir die Cola, ganzen Haufen. Schalter. Jetzt kann ich das nicht bei einer Eisenplatten brauchen. War ja schön, wenn's, wenn man mal alles mit hätte. Das war doch langweilig. Das kann doch jeder. Ich hab jetzt mal eine gemacht, jetzt sind wir bauen. Ja, ist das Maria und Josef, ist der riesig. Und leck, wo stellen wir denn den hin? Was hast du denn gebaut? Uff. Eine Fallensteuerung. Also die Fallensteuerung brauchen wir erst für die Geschütze, mein werter Freund. Aha. Okay, die brauchen wir jetzt noch nicht. Für die Fallen, was wir jetzt haben, brauchen wir das Ding noch nicht. Ah, es gibt eine Bodenverlängerungssteckdose und eine Wandverlängerungssteckdose. Schalter. Es kann nur verwendet werden, wenn elektronischer Drahtdruck Anschluss einer Leistung leiten. Klebeband. Druckschalter. Ah. Ich hab nix. Ja, wenn ich mal bei meinem Bruder vorbeischaue, ich wollte ja Fallen bauen. Ja, super. Wobei ich vorbeischaue, darfst schon, aber halt nicht so, dass ich deine Nosen habe. Du darfst gern vorbeischauen, aber bleiben darfst nicht. Batterie-Emulator kann Leistung verteilen. Kann nur verwendet werden, wenn elektronischer Draht durch Anschluss einer Leistung. Batterie. Brauchen wir noch 3 Stecker. Schau, dass ich es ein bisschen in der Umgebung finde, aber. Boah, nicht so viel zu holen. Ist nicht viel zum Holen? Außer viel, viel, viel Stoff. Stoff brauchst du gar nicht mehr mitnehmen, da haben wir so viel. Also du brauchst Plastik, gar nicht mehr. Benzin habe ich gefunden, Elektronikteile, so irgendwie so ein Energieregler. Decker. Nimm bitte Kupfer mit. Das habe ich schon gesagt, aber bis jetzt nichts gefunden. Abbaut, aber wenn ich es finde, kriegst du das. Stecker, ich brauche nur 3 Stecker, aber ich hab eh nur noch eine Kupferbahn. Noch eine Kupferbahn. Was? 2 Stecker habe ich noch. Aber ich habe eh vorher das Kabel verlängert von der Steckdosen, aber zu der Falle hat es nicht. Nein, die Falle müssen wir aufwerten. Die Falle müssen wir aufwerten. Zu einer Elektronikfalle. Ah, okay. Dann kriegt's einen Stecker, dann der muss mal das auch noch. Ich weiß nicht, sagst du am besten so einen Schwinger aus oder so? Na, das Drahting herunter. Oder das Drahting. 4. Ja, Leute, da ist direkt was los hier. T. Stimmung, fetzen Gaudi. Braucht der Motor. Yeah. Nochmal einen Motorbau. Machen wir noch Material für den Motor. Mal schauen, was wir noch mal brauchen dafür. Motor. 2 Kupferbahnen. Okay. wir haben ein Eisen. Ja, Erz haben wir 30 Stück da, wenn es war. Da kann man leider aber nicht. Schmerzmittel habe ich gefunden. Nein, aber Kupfer haben wir. Gar nichts, außer die Münzen, aber. Nein, Münzen, sagt ja gut. Sieht aus, wie wenn sie aus Kupfer wären, aber wie schmutzen wir die ein? Ja, ich nehme jetzt einfach mal ein paar mit. Ja, ich hab's jetzt gerade im Inventar und schauen wir das vielleicht da im Inventar. Nein, das musst du dann im Inventar geben. Ja, das musst du wahrscheinlich im Inventar haben. Ich hab's wieder reingelegt. Das musst du wahrscheinlich im Inventar haben und oft dazu zu der Schmelzen aufgehen. Boah, heute machen wir richtig Progress. Heute geht was, ja. Nein. Doch. Die Base ist vorbereitet. Kostet wirklich nur Kupfererz. Ja, irgendwo muss man das machen können. Weil sonst da jetzt nicht dabei steht, schaut aus wie aus Kupfer. Kupferdraht habe ich gefunden. Ja, nimm mit.
5 Kilometer, wo hast du das gefunden? Ja, irgendwo im Schrank, also da war nicht viel da leider. Achso. Nein, ich meine, ob es vielleicht ein spezielles Gerät war oder. Nein, sonst hätte ich es mir gemerkt. Oh, ja, der teilt aus. Ah, das nervt mich jetzt mit den anderen Geschissenen. Brauchst du einen Kupferbarren oder brauchst du einen Kupferdraht? Nein, einen Barren. Brauch einen Armbarren. Aber ein Kupferdraht, jetzt mal einen Kupferdraht, aber den kann ich nicht mehr zurück. Nein, zurück geht nicht mehr. Zurückkupfern geht nicht mehr. Man kann nur in eine Richtung kupfern. Lehmstein. Irgendwie kann man aber die blöden Münzen umwandeln. Weiter aufwerten kann man den Tisch nicht, gell? Nein, ich glaube, Oma die Schmiede ist komplett. Mal wirklich noch schauen, dass ich, und ob ich noch so ein geschissenes Kupfer jetzt da kriege. Wer schreibt mir da so? Stimmt etwa der, wo ich nicht mag? Ach, da gibt's mehrere. Ich? Haben wir gar nicht viel stehen. Ja, nicht. Versteh's auch nicht. Ich bin so ein netter Mensch. Ja. Aber du hast doch vorher auch so eine Laterne gebaut. Wie hast denn du das gemacht? Was ist eine Laterne? Ja. Mit Eisen geht das. Was mit Eisen? Was für eine Laterne meinst du? Ja, Straßenlaterne. So eine Laterne abbaut. Ja, ich bin hingegangen und hab's abgebaut. Jetzt wird's. Und eins. Hey, schöne Haare. Auf Farbe. Hare Krishna. Ja, voll jung jetzt. Jetzt auf einmal geht's. Ih, da ist was los hier. Warte, gibt da bestimmt eine Kasten, um alles zu nehmen, oder? Aus einem Loop-Container. Ja. Kupferdraht, super. Macht jemand einen Schnelllader? Okay, wir kosten wahrscheinlich noch nicht abbauen. Ah, die kann ich glaube ich nicht abbauen. Oh ja. Heute im Mai. Du lagst ja lauter Freunde von dir, das ist nix. Gibt's nur Kupferdraht. Also merken. Und die Laterne kriegt man Kupferdraht. Müssen wir nicht mehr machen. Okay. Ja gut, aber Kupferdraht braucht man auch für Fallen und so weiter. Dann braucht man die Barren nicht verwerken, weißt du schon? Ja, eben. Aber auch nicht Owei. Und dann gehen wir nochmal auf Reise. Das hilft mir, wir suchen auch gerade Matrix und ich, wo wir Kupfer herkriegen. Ah, ist mal wieder Snickers rein. Kupfererz habe ich, aber das war's. Ja, das ist gut. Wo bist du? Ja, das war jetzt eher so durch einen Stein, glaube ich, abbauen und so. Ja, aber. Wo bist denn du? Bist Bahn. Du weit weg? Ich bin da irgendwo da hinten in der Siedlung, ein bisschen am Plündern. Oder da ist ein Haufen Bewohner sind da. Also nicht mehr ganz so frisch hier. Brauche ich unbedingt. Ah, ich habe zwei Kupferbahnen gefunden. Jetzt renne ich mal schon das dritte Mal hin und her. Bei mir sind schon fertig, meine, ich muss nicht mehr einschmutzen. Die Blutsausdauer. Irgendwie hat das Spiel zugelust. Ja, hoffe ich nicht mehr, dann darf es uns kein Kupfer nimmer finden lassen. Ja, aber mehr Schnicker seine Pfeife. Ah, du bist da im Heisel drin. Ja. Im Bad ist gelegen das Kupfer. Wo bist denn? Ja, ist er. Im Bad ist Kupfer gelegen. Oleg, das war. Jetzt hast du aber gut gepresst. Danke. Bitte. Jetzt aber schnell, indem wir das erste Ding gleich mal aufwerten. Das war vorhin Kupferdraht, weißt du, das habe ich jetzt so lange in der Hosentasche rumgetragen, bis es ein Kupferbarren geworden ist.
Zwischen die Arschbacken. Yep. Gepresst. Also nicht dran riechen, riecht ein bisschen seltsam. Ist wurscht, Hauptsache gut verbauen. So, und dann nochmal den ganzen Progress. T. Motor. Motor und Seil muss ich dann mitnehmen. Mit dem Motorbau. So, da gibt's kein Kupfer. Ich ja. Esse noch wieder zum Saufuhren, gell? Ich hab auch gerade einen Supermarkt plündert. Oh ja. Also das, was ich jetzt Bohnen und sonst was hab, Wahnsinn. Motor! Und Schokoriegel. Und Seil mitnehmen. Alles mögliche, Seil, Holz, hau mich tot. Nee. Aber Kupfer. Ja, ist echt Mangelware, Kupfer. Ja. Also Kupfer wieder mal ein Problem. Ja, jetzt wirklich ist schon. Bleibst du da? Nicht wie Klaffer. Also nicht weit von uns weg sollte die ominöse Polizeidienste sein. Die haben wir wahrscheinlich eh schon gefunden. Damals einmal. Gesehen haben wir schon, ja, aber drin waren wir noch nicht. Haben wir jetzt schon zwei oder drei Mal darauf hingewiesen worden. Aktualisieren. Oh, voll Metall. Voll der Metall. Fickt der Zombie, so eine Sauerei. Das geht doch gar nicht. Angesteckt. Das Hospital. Da ist ein Student, also so ein, sagen wir's. Eingang. Ah, da ist der Eingang und da kann man dann wieder weitergehen. Ah, okay. Ja genau, da kannst du es in Reihe schalten. Aber warum drehst du jetzt nicht? Weil kein Feind da ist. Das funktioniert genauso wie wenn Äste drin waren. Die geht erst, wenn der Feind da ist. Strom 6, das ist ein erzeugt 6 Strom, das Windrad. Komm, rauf. Du hast jetzt F ändern. Du kannst wahrscheinlich nur eine Spule halten oder so. Ich möchte jetzt wissen, was du brauchst. Okay, und was brauchen wir? Bauen wir halt noch eine schnieke Batterie rein. Und Strom speichern. Batterie. Batterie ist nicht verkehrt. Herstellung, elektronische Werkstatt. Haben wir noch Batterie? Also dieser dreckige Student mit seiner Doktorarbeit, der läuft ganz schön schnell. Ja, bei mir sind da so. Aufkingde mit Eisenbahn. Da muss irgendwann ein Nest sein. Diese komischen SM-Zombies da. Batterie. Ha! Erwischt. Das Inventar ist voll. Muss zu dem. Studenten. Ah. Schnell. Oder despawned oder was auch immer. Ja, dann aber schnell noch. So, jetzt haben wir Batterie. Jetzt brauchen wir zwei Batterien. Au! Au! Soll ich wieder kein Kupfer bauen? Hast du beide Kupferbahnen schon verbraucht? Ja, haben wir zwei gebraucht. Und nicht so viel Batterie ohne. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir mit den ganzen scheiß Münzen machen, weil da kriege ich echt einen ganzen Haufen. Was? Kupfer? Münzen, ja. Also, aber Kupfermünzen. Ja, müssen wir uns mal erkundigen. Aber Matrix, ich sehe leider deinen Namen nicht, sonst hätte ich da hätte ich zu dir rennen können. Sonst hätte ich da dein Kupfer oben nochmal. Das ist die Polizeistation. Zumindest stehen da Polizisten rum. Oh ja, ich hab's gefunden.
Ohne. Nein, ich geh nicht rein. Ich wollte bloß wissen, wo es ist. Oh Gott, der Sprenger! Geh weg! Oh, doch mal, jetzt reicht's aber hier. Das waren ein paar Frühgegner. 4-5 Gegner auf einmal ist dann einfach unmöglich. Ito! Geh mit weg! Oh, mein Bogen ist gleich im Arsch. Oh, der geht aber nicht hin. Na? Das ist ein Papa. Lass mal Ruhe, lass dir doch auch Ruhe. Oh, jetzt ganz schnell den Bogen reparieren. Ganz schnell reparieren. Haben wir Schmiermittel und so Sachen und Öl? Ja, alles mitnehmen. Das ist Sachen, die habe ich bei uns noch nicht für ihr Link gesehen. Aber die Autos haben alle kein Kupfer. Also das ist irgendwie... Stein. Da wird er Hütz. Puh! Stein, kleiner Stein, Stein. Du schaust aus noch wie ein Kupfer. Arbeitet das Leder? Ja, mitnehmen. Den brauchen wir zum Kissen aufwerten. Kühlwasser hätte ich da. Das Leder brauchen wir zum Aufwerten von dir. Kalkstein? Kleiner ja, auch mitnehmen. Brauchen wir auch zum Aufwerten. Ich muss aber jetzt irgendwas wegschmeißen. Schwefel? Weg damit, wissen wir noch nicht. Brauchen wir wahrscheinlich für Schießpulver. Das ist das Wichtige wahrscheinlich für jeden. Viel wichtiger wie Kupfer. Das kann nicht sein. Nichts ist wichtiger wie Kupfer. Eisen, Stück Eisen, Schwefel. Das Inventar ist voll. Das kann ich jetzt nicht nehmen. Ich muss jetzt aber dringend zurück zum Ausleeren, weil sonst. Eisen jetzt? Ah, die Polizeistation war nicht schlecht zum Wohnen gewesen. Mit dem Zaun außenrum. Tot was. Als Kupfer irgendwie zufällig mitgekriegt, dann hast du nicht mitgekriegt, dass ich es mitgekriegt habe. Hast du es nicht mitgekriegt, dass du es mitgekriegt hast? Nein, habe ich aber nicht mitgekriegt. Habe ich aber wirklich was gekriegt, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Na gut, dass du es nicht mitgekriegt hast, dass du eh keins mitgekriegt hast. Ne. Da hat mich stinger, wenn ich es nicht mitgekriegt hätte und mitgenommen trotzdem was mitgekriegt hätte. Ja. Das heißt, das war ja was gewesen, he. Stell dir das mal vor. Oh, was ist das für ein Herrenhaus? Ja, auch gerade ein Hochhaus gefunden. Da geht's ganz schön rauf. Da war ein richtig schönes großes Dorf. Oh. Jetzt habt ihr es gehört, das muss ich unbedingt noch wieder noch still machen. Dass die Zeit schon wieder vorbei ist. Ei. Also ich hab die Polizeistation gefunden, nach der Horde. Schauen wir da mal rein. Genau. Wie in der noch einer. Jawohl, ohne Kopf. Ist scheiße, gell? Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten erfolgreich... da ist ein Schlachter. Da ist ein Schlechter. In der nächsten erfolgreichen Folge auf der Suche nach Kupfererz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Es redet.